Und zwar zeige ich euch jetzt, wie man den richtigen Plug macht. Und zwar kommt Plug aus dem Englischen und heißt stopfen. Und wir sind hier in einem Spielpark und wollen natürlich keine Sauerei hinterlassen. Es hat die letzten Tage geregnet, das heißt also optimale Bedingung. Hier ungefähr haben wir unser Ziel geortet und wir fangen so 5 cm oder Stierzeichenbreite an und graben uns so rum. Das heißt, wir stechen rein, hebeln etwas. Ich glaube, wir haben schon erwischt. Und fahren im Halbkreis rum. Seht ihr? So. Ungefähr halb bis drei Viertel und dann können wir das Ganze einfach rausheben. Handschuhe. So, das heißt, auf der anderen Seite ist das Gras noch intakt. Und wir können jetzt da rein und mit dem Pinpointer suchen. So, meine Möhre schlägt genau in der Mitte an. Das heißt also, wir haben gut gepinpointet. Einhändig werde ich das dann nie rauskriegen, also hole ich es mal raus. So, einmal kurz angehoben mit dem Messer. Na, kommst jetzt hier raus, ob du willst oder nicht. So, na, das ist doch schon mal besser wie ein Stück von der Dose. 1 Euro. Und der Vorteil an dieser Methode ist jetzt natürlich, wir können den Stupfen wieder nehmen, da reinstecken. Deswegen heißt das Ganze ja auch ein Plug. So, und schon sieht das sauber aus. So wollen wir das haben.